Das nächste Lied ist von Shahatayeh und das ist schon super alt, wurde auch schon von etlichen Leuten gesungen. In dem Lied geht es darum, dass im Alevitentum ist es so, wenn ein Mensch dem Weg quasi ja, den Weg gehen möchte, dann muss er ein Gelübde abgeben. Und in diesem Lied geht es darum, dass man dieses Gelübde nicht abgeben soll, wenn man noch nicht so weit ist, wenn man noch nicht bereit dazu ist und dass man irgendwie auch schon automatisch aufgerufen wird, das zu tun, wenn man so weit ist, dass es schon Leute bemerken werden und einen darauf ansprechen werden. Und wenn man noch nicht so weit ist, dass man dann zum Beispiel, obwohl es einem vielleicht innerlich schlecht geht, vortäuscht, dass es einem besser geht und dass man sich dann quasi äußerlich schön macht und dass all diese Dinge quasi das echte Leben zu fälschen, Dinge sind, die halt der ungeübte Mensch, der unwissende Mensch macht. Und um den Weg irgendwie zu beschreiten, muss man erst über diese Dinge hinwegkommen. Genau, und das Lied heißt Yola Girmesen, was bedeutet, beschreite den Weg nicht. Genau, dann fange ich mal an. Arif isen bir gün seni seslerler Bülbül de Gülistan'da beslerler Bir gün seni rehberinden isterler Kimin izniyle girdin yola sen Kimin izniyle girdin yola sen Özün eğri ise yola zararsın Derdini yetişmiş derman ararsın Maslahatın nedir şarı sorarsın Sarraf olmayınca girme şara sen Sarraf olmayınca Girme şara sen Kapıdan çıkınca köşe gözetme İçin karartıp da dışın düzeltme Şahatayım ötesini uzatma Mümin isen bir ikrarda durasen Mümin isen bir ikrarda durasen